Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Dutek aus dem SS-Forum hat seinen Actros MP2 veröffentlicht und die wollen wir uns heute anschauen. Jetzt gibt es natürlich eins dafür, ich bin jetzt gerade aktuell bei Level 35 und hier sind wir erst bei Level 50. Verrückt. Deshalb will ich euch das mal anhand, wenn ihr sagt, ich bin noch nicht so weit, dann müssen wir natürlich noch Gas geben. Aber ich will euch das trotzdem nicht vorenthalten, was bei der 50er eigentlich so mit dabei ist. Das kann man natürlich auch hier im LKW-Browser darstellen. So, hier ist er, der Actros. Gibt dann die L-Cap und dann hier die Megaspace und dann habt ihr hier, da habt ihr dann die ganzen Level-Varianten, das ist Level 35 in dem Fall, wird so aussehen und ich glaube Level 34 bin ich erst, ja 34, mir geht noch ein Level ab, damit ich das nutzen kann, kurios. Und dann habt ihr hier natürlich Schwerlast, das würde dann so aussehen, da gibt es dann auch verschiedene Farben, meine ich, dazu und Skins und hast du nicht gesehen, auch hier HS-Schoch mit dazu. Hurricane, V8 und. Ja, also das ist ein bisschen was dabei, dass ihr einfach mal seht, was hier dann noch so mit am Start ist hier, ne, mit den ganzen Sachen hier, gerade mit dem Schwerlast, das würde dann halt dann so aussehen hier. Ne? Heavy gibt es dann in diesen Varianten hier, ich zeige es euch mal ganz kurz, damit ihr seht, was in der 50er noch so mit dabei ist. Mal schauen, hier haben wir noch Convoy, Exceptional, gibt es dann auch lackiert und Kunststoff, das wäre dann mal vorne so als Beispiel, ne. Lackiert, aber die restlichen Sachen gucken wir uns dann bei der normalen Mod-Vorstellung an. Aber das wäre jetzt ja einfach mal so diese Variante für diese 50er, die ich jetzt aktuell nicht nutzen kann. Ne? Guck mal hier, Titan. Uff. Ne? Hier noch Rundumleuchten um drauf. Das wäre dann mal so die 50er-Variante. Ne? Oder Level 50 in dem Fall. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich hätte jetzt sowieso nicht gefahren, weil ich bin jetzt nicht so der Schwerlast-Freak. Deshalb bleibe ich jetzt einfach mal bei der L-Cup und gucken uns dann später die Megaspace an. Schauen wir uns einfach mal hier das jetzt hier an. Also sehr schön. Den MP2 in dieser Variante finde ich ganz gut. Und den gibt es dann hier in verschiedenen Varianten mit Liftachs. Und hast nicht gesehen, gibt es dann hier als V6. Und guck mal hier, und V8, Wahnsinn, ne? Also das sieht man hier auch, der Aufbau innen am Motor wurde hier ganz schön überarbeitet. Also sehr, sehr, sehr toll hier, ne? Muss man schon sagen. So, es nervt mich selber ein bisschen, dass ich die Level noch nicht voll habe, ne? Aber vielleicht macht Dutek da nochmal was irgendwie, damit wir das dann alle irgendwie nutzen können. Aber okay. Es gibt die UK-Variante oder dann hier die exklusiv mit Wurzelgehölzinnen und sieht auch so ganz gut aus. Dann hier die Skins dazu. Da gibt es noch ganz viele, aber die habt ihr jetzt gerade eh schon gesehen. Kommen wir zu den Aufbauten. Es gibt einen Spoiler in klein, in lackiert, in natürlich groß, auch lackiert und dann hinten LED Streifen hier, ne? Die sieht man jetzt hier, zack, und dann, aber das gucken wir uns dann im Lichttest später an. Also die gibt es ja auch. Dann habt ihr die Standardtröten und die Jumbo-Fanfaren hier, zack. Die sind dann hier. Cool, ne? Also die könnt ihr dann hier auf der Seite dann auch nutzen. Die sehen auch ganz cool aus. Wobei die auf der anderen Seite ein bisschen kürzer sind. Macht auch Sinn wegen dem Filter hier, ne? Logisch. Gute Sache, gut mitgedacht, muss man schon sagen, ja. Und umleuchten, dann haben wir hier noch ein Dachklima. Da müsst ihr aber den Dachspoiler wegmachen. Die würde dann so aussehen, lackiert. Die passt halt dann da nicht drauf. Da müsst ihr dann halt den kurzen Spoiler drauf nehmen. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden, was ihr hier wollt. So, Zubehör-Slots. Habt ihr vorne Slots? Ich mache jetzt aber den Spoiler nochmal dran. Moment, wo waren wir? Hier ist er. Dass ihr seht, sind die Lampen da dran. Okay. Dann haben wir noch die Jumbo Eleganz, auch lackiert. So einen kleinen Samurai, eine Lichtbox. Und verfügbar 34, was ist es? Ich habe keine Ahnung. Doof, ne? Das ist jetzt natürlich extrem doof, dass ich die jetzt nicht habe. Das nervt mich selber ein bisschen, aber hilft nichts. Da muss ich jetzt durch. Da komme ich jetzt nicht aus. Das komme ich jetzt nicht aus. Da denkst du, da hast du ein gutes Profil und dann sowas. Verrückt. So, ich mache jetzt hier bloß mal ein paar Lampen dran, nur mal zum Zeigen. Sonnenblende gibt es hier auch in verschiedenen Variationen. Das finde ich auch ganz gut lackiert. Actros hier. Spiegel auch lackiert. Dann haben wir hier noch was. Ne, Kunststoff machen wir, das bleibt so. Truck of the Year 2004, musste mal sehen, wie alt die Bude schon ist, ne? Bluetech, hier auch noch lackiert, in gewollt gewünscht. Hier dann noch vom Actros DLC, das ist auch kompatibel, auch sehr toll. Und hier hinten dann noch die Actros Sachen zum Reinhängen, auch schick. Dann haben wir hier noch lackiert, das nehme ich natürlich mit. Das nehmen wir natürlich doch mit, sieht nämlich doch ganz schön aus hier. So, da noch, dann reicht es schon. Actros Logo ist Kunststoff, lackiert oder Chrom. Lass ich mal so, Plastik. Egal. Dann gibt es hier noch ein paar Lampenbügeln. Frontschutzbügel. Verschiedene. Die sind die von HS Schoch.
Die könnt ihr dann hier auch nutzen. V8. Dann haben wir hier, ich habe keine Ahnung, hier noch einen Schutz. Das finde ich, also es nervt mich ein bisschen jetzt hier, ne? Die Original bleiben. Das machen wir lackiert. Dann haben wir noch Zubehörslots oder Bügel und hier noch die passenden Schmutzfänger unten. Ne? Jetzt bin ich gerade überlegen, ob das nicht auch lackiert war. Kunststoff. Ich schätze mal, das wird dann hier sein, ne? Chrom lackiert. Aber die lasse ich jetzt mal weg. Ach, hier ist lackiert. Lackiert und Chrom. Da hat man hier noch ein paar so Dinge. LED-Stroben. Da kannst du dann praktisch hier, wenn du Schwerlast fährst, kannst du hier deine Lampen einbauen. Auch nicht schlecht. Ne? Und hier auch lackiert. Bleibt der lackiert. Ne? Ja. So. Das mal so von außen. Mal grob. Hier haben wir noch eine Kunststoffverkleidung oder lackiert. Ich lasse mal so original. Dann haben wir hinten noch, was haben wir hier noch versteckt? Feuerlöscher ist ganz wichtig. Brauchen wir. Dann haben wir hier noch lackiert. Das nehmen wir mit. Das bleibt auch lackiert. Was haben wir hier? Das ist das Trittbrett. Das bleibt. Und dann hier noch die passenden Schmutzfänger dazu. Im Interieur. Gehen wir nochmal weiter. Haben wir dann so die Standard-Kabinen-DLC. Das rockt hier auch soweit ganz gut. Auch hier noch ein bisschen was. Haben wir hier ein Oldschool. Ja, Oldschool-Ding hier. Passt. Navi. Tisch. Also es funktioniert hier alles. Toll, toll, toll. Oh, das wäre jetzt aber falsch gewesen. Falsche Tasse. Lenkrad. Holzoptik, klar, muss sein. Was ist hier noch? Ach, hier so ein Windschutz, ne? Hier die Knüppeldinger, die Lufterfrischer, die nehmen wir noch mit. Da was haben wir noch? Irgendwelche Boxen, ist ja egal. Hinten noch die Kissen dazu. Decke. Guck mal, die Exklusivdecke, die ist auch schön. Die kann man auch hier dann noch mit nutzen. Was haben wir hier noch? Guck mal, ein Tisch. Guck mal hier. Interieurlicht, LED. Und das wäre dann hier die Dachklima gewesen, die man dann sieht, wenn man die dann halt nutzt. Aber ansonsten sieht schon mal richtig gut aus. Dann geht's weiter mit der Megaspace-Variante. Wir bleiben jetzt hier mal bei dem V8. Das bleibt also die Megaspace. Da gucken wir uns eigentlich jetzt im Prinzip nur das an, was wir so noch nicht gesehen haben. Wir haben ja auch wieder die Spoiler mit dazu lackiert. Und dann auch hier das wieder. Das hinten hier rückwärts lackiert. Feuerlöscher. Ich will nämlich bloß mal gucken, was hier noch so mit dabei ist. Gerade oben am Aufbau, das sind die Jumbo. Haben wir hier die Rundumleuchten. Hier schätze ich mal, genau. Hier bei dem ist natürlich gut, dass dann hier die Dachklima passt. Ne? Logisch. Und im Interieur habt ihr dann hier auch die Dachklima. Toll, oder? Also das passt. Sehr schön umgesetzt hier. Zubehörslots, Spoiler, da kann man es praktisch hier besser nutzen. Ne? Da ist die Lichtbox noch dazu und Level 34, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Ansonsten auch die Eleganz, das bleibt alles gleich. Hier vorne bleibt alles gleich. Was auch immer es sein mag. Egal, das bleibt. Das ist dann die Verschwerlast. Und unten dann auch noch diese Bügel dazu. Also sehr toll. Nur mal zum Vergleich, was wir dann hier beim bei der Megaspace-Variante haben. Hier im Interieur ist natürlich ein bisschen höher, ein bisschen größer. Aber ansonsten der Aufbau, das bleibt dann alles hier soweit gleich. Und die Schwerlast-Variante habt ihr ja dann vorher gesehen. Ne? Und dann hier noch schnell ganz kurz, gucken wir mal hier noch. Das bleibt, da gibt es dann keine Spoiler-Variante, keine Seitenverkleidung gibt es dann hier nicht. Und Skins sind dann hier auch alle gleich. Ne? Boah, das läuft. Coole Sache. So, hier das Dashboard. Es gibt übrigens, wenn im SS-Forum, wenn ihr da guckt, da steht auch nur eine kleine To-Do-Liste, was er noch alles machen möchte. Da sprechen wir dann hier auch von V8-Sound und das Dashboard. Da will er noch ein bisschen was machen dran. Ne? Also da ist erstmal die erste Version davon. Ne? Aber dafür schon mal nicht schlecht, Herr Specht. Ne? Also sehr schöner Aktus. Kannst sagen, was du willst. Aber der rockt schon mal. Ne? Mit den ganzen kleinen Feinheiten hier und die Skins dabei. Sieht schon richtig gut aus. Macht richtig Laune damit. Kann ich euch jetzt schon mal verraten hier. Und der Skin sieht auch richtig gut aus hier. Hassel-Transporter kenne ich nicht, aber egal. Sieht gut aus. Passt mit diesem Blau hier. Erinnert so ein bisschen an Hindelang, ne? Aber sieht schon ganz cool aus. So, gucken wir mal die Scheiben hier. Gucken wir hier. Das funktioniert, ne? Auch im Innenbereich hier. Ja, also das klappt auch alles hier. Oh, hier. Tröten-Sound. Läuft. Kommen wir zum Lichttest. Also ich mache jetzt mal das Licht an. Das sieht alles soweit ganz cool aus. Ganz fresh. Leuchtet auch hier alles. Auch die Rundumleuchten oben. Die, was hier mit dabei sind, die hier, die leuchten. Das andere ist ja von Abbas Strebers, diese Lampen. Aber sehen zumindest schon mal ganz cool aus hier. Ne? Tolle Geschichte. Es rockt. So, hinten am Heck. Natürlich diese LED-Lampen am Spoiler, die sehen ganz gut aus. Rückwärtsgang. Da habe ich so einen kleinen Fehler entdeckt. Hier seht ihr dieses Lämpchen hier, das ist ein Fehler.
Der Löchpunkt gehört eigentlich woanders hin, ne? Aber ist nicht so schlimm. Kann mal passieren. Im Eifer des Gefechts. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Hier auch diese LED-Beleuchtung wieder hier. Da oben und dann hier am Eck. Und dann mit dem Actros DLC natürlich auch hier kompatibel. Ne? Die Decke innen drin. Sieht alles sehr, sehr toll aus. Hier gleich mal ein Vergleich zum Actros von SCS, ne? Und dann den von Dutec. Kann man mal vergleichen. Gleich hier so am Start. Nee, ist schon echt ein geiler LKW, ne? Also kann man echt nichts sagen. Berührt. Egal. Wir kommen jetzt gleich zum Fazit, ne? Ah, oh, sieht schon richtig gut aus. Das macht richtig Laune hier. Das macht richtig Laune. So. So, also Fazit. Actros MP2, ganz frisch auf dem Tisch von Dutec aus dem SDS-Forum. Haben viele darauf gewartet. Ich auch, weil ich finde den hier, in dieser LK-Variante, finde ich den richtig, richtig schick. Da macht richtig Laune, mal so einen alten MP2 zu fahren. Dieser Truck of the Year 2004. Wir haben 2020. Also ist schon ein paar Jährchen her. Aber er sieht noch richtig gut aus und macht richtig Laune. Mit den ganzen Skins dazu, den ganzen Anbauparts. Herrlich. Was ich jetzt vielleicht ein bisschen bängeln möchte, ist halt einfach das mit dem Level, weil viele haben das halt nicht mit diesem hohen Level. Nicht mehr ich mit meinem Testprofil, ist ja Testprofil, was ich jetzt hier habe, bin bei 34 oder so. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Aber ist jetzt nur meine persönliche Ding. Ne? Wenn Dutec sagt, nein, er will das haben, dann absolut, ne? Dann ist es legitim, dann macht, soll er es so machen. Das war jetzt nur mein persönliches, weil ich es jetzt nicht nutzen kann. Ich habe es jetzt im LKW-Browser zeigen müssen, anders wäre es nicht gegangen. Ist wurscht. Das wäre jetzt nur mal so, vielleicht als Anmerkung, dass man es vielleicht wieder rausmacht, weil, wie schon gesagt, wenn Leute das noch nicht so weit sind oder das Spiel noch nicht lange haben und das gerne spielen wollen, dann hängen sie dann natürlich ein bisschen hinterher, ein bisschen doof. Aber nichtsdestotrotz, ein echt geiler Mod, echt geiler LKW, macht extrem viel Laune hier dran rumzuschrauben und wirklich tolles Weihnachtsgeschenk hier, muss man schon fast sagen. Danke, Dutec, für deine Arbeit. Muss mal gelobt werden. Habt ihr noch Fragen zu diesem LKW-Mod, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im SDS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Däumchen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Actros MP2 von Dutec aus dem SDS-Forum. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.